Hallo und willkommen zurück zu meiner MOBA in Spur N. Hier geht es jetzt weiter mit der Gestaltung meines Elfstückes. Zuletzt habe ich euch ja diesen wilden Parkplatz gezeigt gehabt, habt euch da aber ein bisschen was unterschlagen. Und zwar das Signal, das nicht mehr in Betrieb ist. Das bekommt hier oben noch ein weißes Kreuz mit schwarzem Rand, dass es außer Betrieb ist. Und da das Gleis ja mal darstellen sollte, dass hier hinten außer Betrieb genommen wurde, also früher mal die Strecke weiterging, habe ich statt einem Prellbock mich dafür entschieden, wie ich das schon oft gesehen habe, wo Gleise außer Betrieb genommen wurden. Da habe ich zwei Schwellen quer ins Gleisbett reingesteckt, mit Lehnestück noch dahinter und ein großes vorne quer als Sicherheit, falls eben mal ein Zug zu weit vorfährt. Da kommt bestimmt auch noch das rot-weiße Sperrschild hin. Denn hier ist ja das Entkupplergleis. Das heißt, die Dampflok muss auch dann noch ein Stück vorfahren können. So viel dazu zur Ergänzung. Was habe ich jetzt noch gemacht? Das Haus im Bau habe ich noch nicht gemacht. Dazu kommen wir auch gleich. Denn ich habe erstmal Zäune gesetzt. Hier im Bauen. Beim nächsten habe ich rot gemacht, weil das ganze Haus überwiegend alles rot ist, inklusive der Hecke. Und bei dem letzten habe ich mich für so eine Steinmauer entschieden mit Zaun oben drauf. So. Hier hinten habe ich dann schon die Ecke angefangen. Das soll eine wilde Ecke werden mit Bäumen, die kommen noch. Da habe ich auch wieder ein paar Steine reingesetzt. Am Rand habe ich Baumrinde gemacht und in der Mitte ziemlich dunkles Gras und am Rand helles Gras. Das ergibt sozusagen ein ganz kleines Wäldchen. Und ich habe Laternen gesetzt, wie ihr seht, inklusive einer Telefonzelle. Alles beleuchtet, das werden wir gleich sehen. Sind insgesamt 6 Stück. Und da werden wir sie mal einschalten. So sieht das Ganze eingeschalten aus. Und damit ihr mal seht, wie stark die Laternen das Ganze ausleuchten, werde ich jetzt mal alles dunkel machen. So sieht das dann aus, wenn es ausgeleuchtet ist. Moment, noch das Licht von der Kamera ausmachen. So, denn das sind nicht wie auf dem Bahnhof die hellen Lampen, sondern das ist diese warmweißen. Wie gesagt, Telefonzelle ist auch beleuchtet. Und von oben sieht man deutlich, dass die Straße gut ausgeleuchtet ist, inklusive Fußweg. Und ich denke, das reicht so. Mit was es am nächsten weitergeht, ich denke, dass ich erstmal Bäume setze. Ich habe da schon ein paar vorbereitet, auch für die Gärten. Aber ich muss, das habe ich noch nie gezeigt, da muss ich gleich nochmal das Licht anmachen. Einen Moment. Ich muss hier hinten noch den Rand vorher schottern, wenigstens bis zum Ende dieser Ecke, damit ich die Bäume setzen kann, sonst komme ich später schlecht ran. Wie gesagt, da habe ich auch schon Bäume rausgesucht. Das wird das nächste sein und dann brauche ich ein bisschen Kreativität für das Haus im Bau. Noch steht es da oben jetzt. Wo setze ich einen Kran hin? Wo setze ich die Bagger hin? Und was ich noch alles habe, die Baufahrzeuge. Dann habe ich noch Mauerteile. Dann will ich auch, dass das Ganze ein bisschen aussieht wie Baustelle. Heißt, ich muss da noch ein paar Sandhügel hinmachen und. Was so auf die Baustelle gehört. Da habe ich erst 80% im Kopf meines Planes. Und bis dahin sage ich wieder Tschüss erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Und schon bin ich wieder zurück. Ich habe hier mit den Gartenbäumen begonnen. Bei dem Bürogebäude habe ich mich dann doch nur für einen Baum entschieden, weil da hinten noch Fenster sind, die werden dann abgedeckt. Das hat mir nicht gefallen. Kommt eventuell hier hinten noch eine kleine Bank rein für die Angestellten, wenn sie mal draußen eine Pause machen wollen. Hier habe ich mich für einen weißen Blütenbaum entschieden. Der Herr, der hier den Rasen mäht, der fehlt immer noch. Vielleicht kommt doch keiner hin, da ist er halt auf Toilette. Werden wir sehen. Hier habe ich ein normales grünes Bäumchen genommen. Hinterm Haus einen roten Blütenbaum. Passt wieder mal zu dem ganzen roten Outfit. Die Nachbarn haben einen grünen hier mit weißen Blüten. Und hier zum Schluss habe ich so einen richtig schönen Baum mit Früchte. Entweder sind das rote Äpfel oder für Kirschen sind es zu groß. Auf alle Fälle ein schöner Baum mit Früchten. Da kommt bestimmt auch noch eine Leiter ran, damit das noch besser aussieht, als wenn gerade jemand die Bäume halt erntet. Das werde ich mir noch überlegen. Und hier kommen wir schon zu meinem Wald, den habe ich fertig gestaltet mit drei verschiedenen Sorten an Bäumen.
Wenn wir jetzt mal so von oben reingucken, sieht man auch die Steine noch. Die habe ich natürlich an den Stellen freigelassen mit den Bäumen. Ich habe auch den Rand bemessen. Ach, apropos Rand, ich habe alles geschottert bis an die Ecke und die Spitze schon mitgemacht dort, weil das ist ein rausnehmbares Gleis. Das musste ich in Folie packen, damit das nie kleben bleibt am Schotter. Aber da mache ich später mal noch ein Video, wie ich die Übergänge mache, wo ich die Anlage trennen kann. Ja, und das war es dann auch schon mal jetzt zu den Bäumen. Und jetzt muss ich mir doch so langsam mal was einfallen lassen über das Haus im Bau, weil das ist hier vorne jedenfalls so ziemlich das Letzte. Dann kommen hier noch die Antriebe für den Kuppler, den Weg zum Bahnsteig vom Übergang aus, beziehungsweise der Übergang noch ein Stück Weg nach hinten für die Mitarbeiter des Güterbahnhofs. Und dann kann ich hier hinten alles schottern. Da kommt ja wahrscheinlich auch noch ein paar Bäume hin. Und hier muss natürlich auch daran geschottert werden bis zum Antrieb. Beziehungsweise habe ich ja auch hier noch die kleine Ecke. Da muss ich auch noch den Antrieb erst setzen. Da ist aber nicht mehr viel Platz, dass ich da groß noch was schotter. Da kommt dann einfach nur noch Rasen und Weg hin bis zur Straße, damit man auch hier vom Bahnsteig runterkommt. Und damit bin ich außer dem Festplatz, der hier dann hinkommt, dann werde ich viel, viel später machen. So weit durch hier vorne mit der Ecke. Und dann werde ich die ganzen Antriebe hier am Güterbahnhof mal setzen, von den Entkupplern sowie von den Weichen. Das meiste habe ich schon da. Ich habe auch unten drunter schon die Decoder. Dann kann ich den kompletten Güterbahnhof gestalten, inklusive halt Schottern und was auf so einen Güterbahnhof kommt. Ich habe auch schon Hemmschuhe da und Rangierpersonal und so weiter. So, und dann melde ich mich wieder, wenn es was Neues gibt. Bis dahin. Und da bin ich schon wieder. Gibt zwar keine wirklichen Neuigkeiten, aber ich will jetzt endlich mein Projekt Haus im Bau anfangen. Gesehen habt ihr es ja schon tausendmal. So sieht es von allen Seiten aus. So steht er dann auf der Anlage. Habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Entscheidend ist hier unten drinne. Ist gar nichts, auch kein Loch unten, nichts. Ich will da auch nichts reinmachen, auch kein Licht, weil unten sind die gerade zu der Zeit fertig. Ich will auf der sichtbaren Fläche dekorieren, weil dort oben muss gebaut werden. Unten, das hat jetzt Zeit, da hat keiner was zu suchen, da ist nicht so wichtig. Und dafür habe ich mir verschiedenste Basenga mal vor längerer Zeit schon besorgt. Da sind ganz interessante Sachen dabei gewesen, die ich vorher so auf dem Foto nie gesehen habe. Nämlich zum Beispiel stelle ich mal auf Nahschärfe. Da seht ihr ganz deutlich, was für ein schönes Mauerstück das hier ist. Und dieses Mauerstück, das möchte ich hier in dem Zimmer noch einsetzen. Natürlich klappt es jetzt auf die Seite, war ja zu erwarten. Das kommt irgendwie hier in die Ecke. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wo genau. Wichtig ist, ich werde eine Seite entweder die oder die andere Stück kürzen müssen, damit das auch wirklich wie ein Eingang noch ergibt. Entweder ist es dann eine begehbare Dusche für das Obergeschoss oder begehbarer Kleiderschrank, also eine Kleiderecke. Das kann sich dann jeder selber raussuchen, beziehungsweise die Hausbesitzer, die müssen ja wissen, was sie wollen. Ich werde es auch, wie gesagt, wahrscheinlich kürzen, eventuell auf der Seite, dass es auch wie einen Eingang noch ergibt. Für diese Hausmauer gab es natürlich diesen Kandidaten, auch den stelle ich mal kurz scharf. Der hat ja eine Kelle in der Hand und auf der anderen Seite noch irgendwas, wahrscheinlich noch die Klettspachtel, keine Ahnung. Das ist auf alle Fälle der Maurer. Der kommt dann später hier dazu. Natürlich nicht liegend, ehe es jetzt witzig wird. So, dann brauche ich diesen Kandidaten. Das ist hier so eine Anlehnleiter, die ist höher als das Gebäude, also die Wände des Gebäudes. Das ist auch gut so, weil für den habe ich nämlich eine ganz bestimmte Stelle, wo er hin soll. Er wird jetzt wahrscheinlich nicht stehen bleiben, vermute ich mal. Der gute Herr soll nämlich hierher, damit das so aussieht, ja, das war ja klar. Als wenn er ganz weit hoch muss. Also die Leiter wird auch noch ein bisschen höher stehen, so ungefähr mit ihm. Okay, wir lassen jetzt mal rückwärts stehen, ein bisschen betrunken, der Gute. Weil ich habe hier noch so Mauerstücken, das, ich habe auch noch so ein Giebelstück, aber das muss er zuerst dran. Das soll dann hier schweben. Natürlich nie alleine, sondern ich habe dafür einen schönen Kran. Der wird das dann, wird natürlich dann Seil angedeutet, Laschen etc., die das tragen. Und er soll dann darstellen, dass er das Mauerstück entweder ranzieht oder
dann später die Seile abhängt, irgendwas in der Richtung. So, und dann für die hinteren Räume habe ich mir noch den Kandidaten einfallen lassen. Auch den hole ich mal kurz näher, weil der tut nämlich entweder was pinseln oder verspachteln. Das kann man eh nicht so genau feststellen. Und der wird da hinten reinkommen, in eins der zwei Räume wahrscheinlich, so dass er zu sehen ist deutlich, damit das so aussieht, als wenn der hier diese Spachtelmasse aufträgt bei den Gipskartonplatten. Ich kann das ja auch hier nochmal deutlich zeigen. Auf der, da ist das auch alles schon fertig. Der verspachtelt halt dann noch die Wände. So, das ist natürlich noch nicht alles, weil jeder, der das Haus schon mal gesehen hat, ich kippe die Kollegen mal ab, weiß, dass hier noch ein Gerüst dazugehört. Und ich möchte ehrlich gesagt, ich könnte das Gerüst ja dann auf der Anlage ankleben, aber dann müsste ich die Persenker da reinfädeln und reinkleben. Da habe ich keine Lust. Also habe ich mich entschieden, ich werde das Gerüst jetzt anbringen, dann kann ich das Haus hinlegen und dann kann ich in Ruhe die Persenker da mit der Pinzette reintun. Auf das Gerüst soll kommen als allererstes so eine Kiste, das kennt jeder, angerührt mit Mörteln, also super. Aha. Und dazu gibt es hier den Kandidaten, der hat nämlich auch eine Mörtelspachtel. Auch den machen wir nochmal raus. Ja, jetzt hat er natürlich das Gerüst mitgenommen, sehr schön. Das kommt auf alle Fälle zusammen aufs Gerüst. Und dann habe ich hier noch eine Kiste voll mit Malern von seinen Kollegen. Da muss ich auch jetzt nochmal scharf stellen. Ja, und zwar, mir gefällt besonders der Sitzende hier. Da zeige ich euch gleich noch was dazu. Der wird hinkommen und wahrscheinlich der mit der Rolle. Das weiß ich noch nicht genau. Weil der sitzt auch, das ist doof. Der ist am Laufen. Die können alle irgendwo anders mal hin, aber der mit der Rolle gefiel mir eigentlich besonders. Und der Sitzende, der kann ja irgendwie gerade ums Fenster rum, Fensterrahmen streichen oder irgend sowas. Weil es gab dazu noch Zubehör. Und das zeige ich euch jetzt auch mal. Und zwar einerseits, na gut, dann machen wir das Gerüst jetzt mal weg. Einerseits solche Stützleitern, die kann man entweder zwei zusammen machen oben, dann ist es eine Dreiecke, also Bockleiter. Davon sind insgesamt sechs einzelne, sprich man kann drei doppelte machen oder was man eben braucht. So viel werde ich dort nicht brauchen auf dem Dings, auf dem Haus. So, und dann gibt es aber hier so Haufen kleine Malerdetails. Finde ich so süß. Keine Ahnung, das eine sieht aus wie ein Handfeger, so nochmal ein Pinsel. Kleine Farbdosen, das gehört alles mit zum Set. Was für mich aber jetzt wichtig ist, was ich eigentlich erklären wollte, sind hier die Eimer. Da sind ja eh mal die offenen, sieht man ziemlich deutlich. Und dann sind hier die Zuhen, wie im Eimer sind, die man stapelt oder so. Und ein Eimer davon wird auf alle Fälle dann aus Gerüst mitkommen. Und da darf sich dann hier der malende Kandidat, Kandidat 2 hier, der kann sich da drauf setzen auf seinen Eimer. So, das ist das, was ich machen will. Hier als nächstes. Allerdings werde ich jetzt nicht vor euch hier rumkleben, rumkleistern. Das wäre Blödsinn, dann müsst ihr ja ewig zugucken. Achso, ja, und dann auf der Baustelle, wenn ich einmal die Mänteln hier habe, auf der Baustelle wird es auf alle Fälle dann diesen Herrn noch geben, hier in der Mitte. Ich nehme mal die Pinzette wieder. Der Herr, der was vermessen tut. Und ich habe noch so ganz kleine Schubkarren, die habe ich jetzt leider gerade nicht hier. Da wird der Herr daneben kommen, der schaufelt die Schubkarre voll mit Sand oder so, durchtrainiert, oberkörperfrei. Da freuen sich die Frauen. Der Herr kommt auf alle Fälle nicht auf die Baustelle, weil der hat nämlich einen Presslufthammer. Da hat er nichts zu suchen, das Haus soll neu gemacht werden und nicht abgerissen. Und dann wollte ich euch aber noch was ganz anderes zeigen. Das ist mir nur durch Zufall mal so in die Hände gekommen, in meinen ganzen Mannequins, die ich hier habe. Also es sind verschiedene Arbeiter, wie zum Beispiel hier der Schornsteinfeger. Das ist ein Maler, der die Leiter trägt. Aber wem ich eigentlich noch zeigen wollte, ist der Herr hier. Moment. Das hat gar nichts jetzt mit der Baustelle zu tun. Ne? Vielleicht baue ich es auf der Baustelle mit ein, weiß ich nicht. Es scheint ein Fleischer zu sein, denn, ja, kriegt man es scharf, da hat hier die Kiste voller Würste. Das ist so eine Alukiste, wie sie beim Fleischerei haben. Und hinten hängen die Würste raus. Und der kriegt das aber nicht mit, der läuft. Weil in seinem Fach, wo er hier drin ist, da ist nämlich noch was anderes drin. Moment. Muss ich auch richtig in die Pinzette kriegen, damit ihr das erkennt. Da ist nämlich ein Hühnchen mit drin. Das Hühnchen rennt ihm nämlich hinterher, den Würsten hinterher.
Jo, ist ganz interessant, finde ich. Aber das kann ja woanders hin, keine Ahnung, kommt vielleicht mal später auf den Marktplatz oder so. Das muss nie mit auf die Baustelle. Ich wollte es nur mal mit gezeigt haben. Jo, hier habe ich dann noch ein paar andere Kandidaten, so mit Schaufeln und so, aber das überlädt sonst das Ganze. Ich will ja nicht, dass es dort zu voll wird auf der Baustelle. Denn es muss ja noch Baustellenmaterial hin, neben dem Gerüst wird ein Sandhaufen, Kieshäufchen kommen. Dann habe ich von den LKWs habe ich noch einen Zementmischer. Der soll da auf alle Fälle noch mit hin. Ja, und dann das Gerüst. Das werde ich auf alle Fälle noch ein bisschen einsauen. Dann werde ich überall so ein paar Klebekleckse machen, ein bisschen Sand drüber streuen. Dann ein bisschen mit Wasser feucht machen. Da werde ich wahrscheinlich einfach nur Gipspulver drüber streuen, damit das so aussieht wie Mörtel. Halt, der sich verbreitet hat. Und vor allen Dingen unterm Gerüst. Also jeder, der das kennt, unterm Gerüst sammelt sich immer der ganze Putz an. Durch das Verputzen, das kleckert runter, da ist immer richtig viel unter dem Gerüst. Also jeder, der schon mal auf einer Baustelle war, der weiß das. Ja, und dann schauen wir mal, vielleicht noch den einen oder anderen PKW dort in die Nähe. Ich will es nicht zu sehr überladen, aber soll schon richtig nach Bauleben aussehen. Wenn ich das dann soweit habe, wie gesagt, hier klebe ich jetzt nie vor euch. Wenn ich das fertig geklebt habe, werde ich euch das Produkt zeigen, eventuell schon direkt auf der Anlage. Oder ich melde mich hier nochmal zurück. Also bis später. Ja, also, ich habe mich dann nochmal zu einer Zwischenmeldung entschieden. Und zwar, ich fange jetzt gleich mal hier vorne mit dem Guten an. Ich zoome den guten Mann mal ein Stück ran. Moment. So. Da er zu groß war fürs Gerüst, habe ich mir gedacht, ich baue mir zwei solche Bockleitern. Ein Brett drüber und dort steht der gute Mann drauf und tut die Außenwand behandeln. Ich weiß, eine gelbe Rolle, aber die kann ja gelb aussehen, muss ja keine gelbe Farbe sein. Vielleicht trägt er irgendeinen Schutz auf. Ist mir eigentlich egal, was der gute Mann macht. Er ist der Fachmann, nicht ich. Hat auch seinen Trog daneben. Jo, der scheint auch dann schon fast leer zu sein. Das allerdings ist komplett noch nicht am Haus angeklebt, aber er steht schon alleine. Wenn ich das dann auf die Anlage mache, kommt noch ein kleiner Punkt Kleber dann an die Rolle, damit er feststeht. Oder ich klebe nur die Leitern an. Das entscheide ich dann, wenn es soweit ist. Zoome ich wieder ein Stück zurück. Denn ich habe hier drinnen soweit fertig. Wie gesagt, der Herr lehnt schon an der Wand. Der andere Herr hier, kann ich nochmal ein Stück ranzoomen wieder, hat hier mit der Mauer zu tun. Jetzt ist deutlich zu sehen, hier hinten ist ein Spalt. Ich habe das Abgesägte an die Seite mit dran gemacht. So sieht das schöner aus, dass er jetzt das Dreieck so nach oben legt. Er hat hier auch ich nehme mal das geht besser, die Masse bekommen, weil der große Behälter passt nicht so gut aufs Gerüst. Und hier legt er jetzt gerade einen Ziegel auf. Sieht man deutlich. Dann habe ich mich entschieden, den anderen, der macht hier hinten gerade die Fuge, wie man sieht. Der hat genau gerade sein Arbeitsgerät hier an der Fuge, daneben sein Eimerchen und hier habe ich noch so ein bisschen Arbeitsgeräte hingestellt. Zwei Eimer gestapelt, eine Leiter an die Wand gelehnt, also unten liegt. Hier ist noch eine stehende Leiter, war der letzte hier oben wahrscheinlich das Gerüst drauf machen, die Halterung. Achso ja, dann habe ich hier noch ein Hämmerchen in die Ecke gestellt. Achso ja, der hat auch noch eine Schaufel hier gekriegt für seine Masse mal zum Umrühren. Und hier unten habe ich einen von den Handfegern hingetan. Die braucht er ja immer mal die Mauersteine abkehren, damit das schön trocken ist. Als nächstes zoome ich nochmal wieder rein. Habe ich mir. Ach ja, ich habe da hier noch was gefunden. Ich stelle das jetzt mal hier in die Mitte. Und zwar. Sieht man das jetzt überhaupt richtig? Das sind nämlich, das habe ich nie gewusst, das waren zwei einzelne Teile und die waren hohl. Erst wo ich es rumgedreht habe, weil dazu gab es keine Beschreibung, habe ich gesehen, dass das Schaltkästen sind. Die klebt man einfach beide zusammen und dann hat man einen großen Schaltkasten für die Baustelle zusammen. Das habe ich noch mitgemacht, kommt natürlich dann mit auf die Baustelle. Dann habe ich hier meine zwei Knusperköpfe fertig gemacht. Den. Und den, ich weiß nicht, warum der jetzt schon wieder müde ist. Wenn wir auch mal ranzoomen, dann die guten. Und zwar den habe ich schon mal befestigt an seinen Trog, da kratzt er gerade den Rest raus. Und er sitzt hier auf seinem Eimerchen, von dem ich ja geredet habe. Und der streicht dann halt irgendwas am Haus. Und er kriegt da noch das Eimerchen Farbe dazu.
Er wird unten verputzen, hier die Mauer nochmal reinholen. Er wird hier die Mauer verputzen. Und der andere wird hier oben halt die Wand oder den Rahmen des Fensters streichen. Auf alle Fälle arbeiten die nie übereinander. Der eine unten rechts, der andere oben links. So ganz nach Vorschrift, dass keiner was abkriegt. Und ich hatte ja gesagt, ich will mich schon mal kümmern, dass das Gerüst etwas älter aussieht, also verdreckter aussieht. Und zwar habe ich das jetzt wirklich so gemacht und das ging wunderbar. Einfach Wasser kurz unter die Wasserleitung gehalten, richtig abgeschüttelt. Ich habe so eine Sprühdose mit Druckluft, habe ich kurz abgeblasen, aber nur ganz kurz. Dann habe ich einfach das Pulver drüber gekippt vom Gips, abgeschüttelt grob in den Behälter wieder rein und dann mit der Druckluft einfach drüber geblasen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist überall irgendwo ein bisschen was hängen geblieben, mal mehr, mal weniger. Ich finde, das sieht so gut aus. Und dasselbe mache ich jetzt noch mit ein paar Tropfen recht flüssigen Holzleim, den man zum Schottern auch nimmt. Dann werde ich ein paar Tropfen verteilen und dann wird hier nochmal Sand drüber gestreut, zwei Größen. Ich habe immer so helleren, groberen und dann werde ich so feineren, bräuneren nochmal drüber streuen. Und dann dürfte das soweit fertig sein. Dann kommen die zwei Kandidaten da rein. Und ich denke, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Dann kann ich das auf der Anlage aufbauen und dann geht's weiter. Im Haus werde ich übrigens auch vielleicht noch ein paar Dreckflecke machen. Auch ein bisschen Sand reinmachen. Ein bisschen von dem Gips rein, aber weniger. Also da ist ja der Boden in der Regel, macht man ja ein bisschen sauber auf der Baustelle immer mal. Aber ein bisschen Dreck muss da rein. Das sieht mir zu clean, zu sauber aus. So, und dann melde ich mich wieder, wenn es was Neues gibt. Nun habe ich mich entschieden, mich doch noch mal kurz dazwischen zu melden, weil wenn alles fertig ist, sieht man das dann alles nimmer, was ich hier noch gemacht habe. Und zwar als erstes habe ich hier einen Graben gezogen. Der geht genau um das Haus. Dort drinne habe ich Steine reingemacht. Der eine oder andere, der ein Haus besitzt, wird das kennen. Das ist zum Abdichten, damit das Wasser besser abläuft und nie das Grundwasser, was im Boden ist, den Keller angreift. Hier hinten habe ich noch übrige Bretter, die sind von dem Gerüst. Die sind halt über. Genauso habe ich hier noch die Stangen für die Gerüste. Das kommt später oben drauf. Jetzt noch nie, weil ich euch gleich mal was zeige, warum ich das noch nie alles drauf gemacht habe. Die Stützen sind hier für die Dächer. Und zwar habe ich hier zwei Dächer, die dann später oben drauf kommen würden, theoretisch. Die sind aber nur gelagert, bleiben ja dort so. Kommt dort fest drauf, aber jetzt eben noch nichts vorbereitet. Genauso die orangenen Stützen, die waren direkt zum Haus im Bau dabei. Da ist hier noch mal ein kleines Dach, was später wahrscheinlich mal für die Garage ist. Und hier ist der Giebel und da ist noch eine Lücke frei. Warum ist noch eine Lücke frei? Weil jetzt komme ich mal hier reingefahren. Das Teil hat mein Kran jetzt am Haken. Wenn das Haus später hier steht, kommt der Kran ungefähr so hier hin. Da hebt nämlich das Dach gerade dahin. Der Kran hat hier einen Hubmast dazu gekriegt, also einen Hubzylinder. Er hat diesen Haken und das Seil alles dazu gekriegt. Das gehörte offiziell mal nie dazu. So ein richtig schöner Metallhaken. Habe ich eine Öse dran gemacht an das Bauteil, damit ich es schön einhängen kann. Also das könnte ich theoretisch auch aushängen. Der soll später auch hier dann so leicht schräg auf der Straße stehen. Da wird nämlich hier noch mit Pinolen abgesteckt oder mit diesen Baustildern. Und dann wird hier der Verkehr so übergeleitet über den einen Parkplatz. Soweit jedenfalls die Idee. Jetzt nehme ich das andere nämlich alles nochmal weg. Warum? Weil ich was getestet habe, weil ich denke mal, viele Leute haben das schon mal gehört und vielleicht auch schon probiert. Und zwar, ich brauchte so braunen Boden, will ich hierher machen. Dass das richtig ein bisschen aussieht wie Pampe halt, durch Feuchtigkeit und drüber gefahren, durch Baufahrzeuge etc. Das ist benutzter Kaffeesatz. Den habe ich trocknen lassen, habe das als Probe hier draufgeklebt. Wahrscheinlich werde ich zwei Schichten dann machen. Und ich werde das auch mal versuchen, ob ich das direkt mit dem flüssigen Leim anrühren kann und dann direkt auftragen kann auf dem Boden. Das ist mein Teststück, da werde ich hier nochmal testen. Also so. Wie man halt Gips schlemmt und das dann drauf machen, weil ich will ja nie, dass das so glatt ist. Der ganze Boden soll ja ein bisschen
aussehen, als wenn eben dort gebaut wird. Was hier dann noch hinkommt, ein kleinerer Sandhaufen. Und auf der Seite wahrscheinlich werde ich ein kleines Häufchen machen von den Steinen. Ja, und das soll es dann gewesen sein. Ich wollte das nur vorher jetzt mal so zeigen, wie ich das Gerüst gebaut habe, damit man das dann noch sieht und jetzt das Ganze wieder wegmachen kann, damit ich diesen Boden auftragen kann. Weil hätte ich das jetzt schon aufgeklebt, hätte ich das alles runterschieben müssen. Da hatte ich keinen Bock zu. Ja, und zum Schluss kommt dann nochmal das Video, wenn das Finale alles steht. Und hier ist nun das finale Ende. Die Baustelle habe ich fertiggestellt. Die meisten Sachen hatte ich ja in dem Zwischenvideo gezeigt. Da hinten steht jetzt auch der Kandidat, der da den Sand in die Schubkarre schaufelt, samt seiner Schubkarre. Die Bauelemente sind alle in ihren Ständern. Der Kran ist fest, außer natürlich das, was hier hängt, das ist locker. Der Kran ist fest. Der Zementmischer auch. Den habe ich noch ein bisschen eingesaut mit Zement. Vorne noch die üblichen Tafeln, die man es auf den Baustellen kennt. Wer hier der Bauherr ist, etc. Was zu beachten ist. Der Herr mit der Messlatte ist da. Leider habe ich dazu kein Gegenstück. Der Herr, der da mit dem Messgerät eigentlich stehen müsste. Oder steht eben halt mit der Latte schon mal rum. Der andere fehlt noch. Als nächstes habe ich hier drüben dann den Maler, was ich ja gesagt habe, auf dem zwei Bockleitern mit dem Brett am Streichen. Hinten der Elektrokasten ist auch fest. Und die Tür, die man hier an der Ecke stehen sieht, die ist für den Haupteingang. Sprich, wenn die Feierabend machen oder übers Wochenende, damit die Hütte zu ist. Und innen drinne brauche ich ja nichts sorgen, da hat sich nichts mehr geändert. Das war es dann so von meiner Baustelle. Die ist jetzt endlich fertig. Das ist abgeschlossen. Hier kommt natürlich noch um die Fahrzeuge. Da suche ich noch entweder solche Verkehrskegel oder ich nehme dann halt solche Baustellenabsperrungen. Da soll die Hälfte abgesperrt werden in dem Bereich. Und dann wird das einfach nur gemacht mit Wechselverkehr, diese rot-weißen Pfeile, wer da Vorfahrt hat. So, das war jetzt auch mein letztes live erarbeitetes. Das heißt, ich hatte ja alle anderen Videos und Bilder waren ja immer etwas im Zeitverzug. Das habe ich jetzt wirklich erst jetzt gemacht, die Tage. Das heißt, wir sind jetzt live soweit durch. Als nächstes habe ich mir eigentlich vorgenommen, jetzt da meinen Güterbahnhof zu machen. Das heißt, alle Elektroantriebe müssen dran, sprich von den Weichen und von den Kupplern. Dann wird geschottert und dekoriert, das hatte ich auch schon mal gesagt, dass ich hier hinten fertig werde. Irgendwann dann mal kommt hier überall die Oberleitung, dass das L-Stück fertig wird, da hinten meinen Wald noch machen kann an die Ecken und begrünen. Dann dürfte das L-Stück soweit fertig sein, bis auf den Marktplatz. Das hat Zeit bis irgendwann. Weil ich gerade in Kuppler gesagt habe, zwischendurch werde ich mal meine Tricks und Tipps Videos weitermachen, weil ja jetzt bei dem Live-Chat, wo wir waren, kam das Thema Kupplung ja mal auf. Und ja, da will ich einfach mal meinen Senf dazugeben, wie ich über die ganzen Kupplungen denke. Aber dazu jetzt nicht hier so viel. Und was ich noch zwischendurch mal machen will, weil der Holger hat jetzt so schön seine Anlage nochmal komplett vorgestellt. Das hatte ich nämlich auch schon im Gedanken, weil ich ja so viel Bildmaterial nur hatte, werde ich mal einen Gesamtflug machen mit der Videokamera über meine Anlage bei Gelegenheit und nebenbei die Züge fahren lassen. Also es wird kein reines Fahrvideo, sondern ich lasse die nur animiert mitfahren, damit das nicht zu langweilig aussieht, wenn ich über die Anlage gehe. Und da kann ich mal das noch aufarbeiten, wo Videos unscharf waren, wo Bilder nicht so schön waren. Da kann ich nochmal auf Einzelheiten eingehen. Bis dahin wünsche ich allen Mobile-Freunden viel Spaß beim Bauen ihrer eigenen Mobile oder beim Spielen, beim Abändern, zum Teil auch zum Abreißen und Neubauen. Ich höre es ja immer wieder, wie oft abgerissen wird. Manchmal muss es sein. Ich habe auch mehrmals angefangen, wer meine Videos kennt. So, und dann soll es das gewesen sein. Dann macht's gut. Bye bye. Bis bald.